Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind bei Juggerland. Ja. Die Version ist auch die, die wir hier sehen. Das ist auch die, die ich gezockt habe. Die brasilianische fängt ja mit einem Tarzan-Schrei an. Hier nochmal Dank an den Telespiel-Channel, Fozzi-Gamer, Brasil-Gamer, was auch immer. Die kannte ich nämlich echt nicht. Aber sonst für die zwei Leute, die Jungle Hunt nicht kennen. Jungle Hunt hat vier Screens. Ihr seid so ein... Ja, jetzt wollte ich sagen Entdecker. Ja, eher ein Abstürzer. Nicht ein Abfahrer aus Terranigma, sondern ein Abstürzer. Vier Screens habt ihr? Ich glaube, das ist irgend so ein... Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat nicht den Auftrag, die holde Dame zu retten, die bei den Kannibalen ist. Politisch korrekt übrigens, ne? Nicht die Fine Young Cannibals, sondern die wirklich die echten Kannibalen. Die auch immer noch diesen schlechten Ruf haben, ne? Wobei Menschenfleisch mit Sicherheit wahrscheinlich gesünder ist als manche Produkte, die wir im Supermarkt kaufen. Sag ich mal so. Weiß ich nicht. Habe ich nicht probiert, will ich auch nicht. Sonst würde ich hier auch andere Videos machen. Und da überlasse ich den Profis. Obskure Videos überlasse ich den Profis. So, jetzt sind wir im zweiten Screen. Da können wir Alligatoren töten. Ich gehe mal wieder ein bisschen auf wahnsinnige Score. Ich habe immer gemerkt, wenn man so diagonal die angreift, kann man die recht gut erledigen. Es gibt drei verschiedene Punktierungen. Ich zeige jetzt im Augenblick nur eine. Das war doof. Das war nicht gut. Bisschen mehr Konzentration, mein Freund. So. Ja. Auf jeden Fall. Da, 200. Ich glaube... Ah, nach unten gibt es mehr als nach oben. Okay, ich weiß das nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. So, jetzt kommt der Jump'n'Run-Part. Und dann würde schon eine Stage kommen mit Kannibalen. Ja, und dann ist das Spiel auch durchzockt. Gucken wir nicht, ob ich diese Stage packe. Aber ich hab's geliebt, dieses Ding. Auch wieder absolut simpel. Und ich war immer ein Fan... Was? Alter! Wie bist du verscheißert? Freunde von Taito oder Taito, auch das könnt ihr mir schreiben, wie man den richtig mal ausspricht. Was war das denn jetzt? War ja mittendrin gehalten. Ich werde hier beschissen bei meiner eigenen Scheiß-Challenge. Also 4700 bei Jungle Hunt schafft ihr garantiert. Also es würde dann noch eine Stage kommen, wo man dann irgendwie um den Kessel springen muss und dann seine Holde Mai treten. Joa, haben wir jetzt nicht gesehen. Egal. Das war Jungle Hunt bei der One-Coin-Challenge. Es gibt noch ein paar Folgen, das kann ich euch noch wegnehmen. Ich habe jetzt so auch meine Liste hier von den Sachen, die ich gezockt habe und die werde ich definitiv alle machen. Weil habe ich jetzt überlegt, ne? Ich hatte erst gedacht, komm, machst du 10, aber da sind nicht viel mehr. Wenn das 15 insgesamt sind. Deswegen, und 15 Videos kann man ja mal raushauen, vor allem bei der Kürze. Das ist ja jetzt nicht so wirklich schwierig. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das verrate ich jetzt noch nicht, was kommt. Da könnt ihr mal raten. Ist aber, naja, ich denke, man kennt's. Ich glaube, die Version habe ich aber noch nicht gemacht. Seid mal gespannt. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.